Im heutigen Video dreht sich mal wieder alles um den Omiburn. Wie sieht es dort aus? Wie viele Gems kommen außerdem pro Tag noch überhaupt in die App? Sind es überhaupt noch so viele? Unter anderem schauen wir uns den kommenden Star Wars Comic Drop an, der ansteht. Und wir schauen uns auf jeden Fall was super Interessantes an, wo Vivi uns vielleicht ein bisschen getrollt hat. Das und mehr jetzt in diesem Video. Willkommen an Bord, ich bin's, dein Captain, dein VB-OG für VB und heute auf jeden Fall mit den VB-News, die du auf jeden Fall wissen musst. Und ich würde sagen, wir schnacken gar nicht lange rum und starten direkt rein ins erste Thema. Und wie schon angekündigt, starten wir, denke ich mal, als allererstes auch mit dem Omiburn rein. Denn ja, den Omi-Token habe ich tatsächlich schon etwas länger nicht mehr wirklich begutachtet. Und wir sind schon mittlerweile bei 74 Milliarden Omi-Token angekommen, die insgesamt geburnt sind. Das ist eine Menge Token, wenn man sich das mal auf den kompletten Supply überlegt. Wir haben insgesamt 750 Milliarden Omi-Token überhaupt, die es gibt. Und wir haben ja nicht mal einen Teil davon überhaupt im Circulation Supply. Das heißt, es kommt sogar ein gewisser Teil nicht mal überhaupt in den Supply rein, den man erwerben kann oder so. Und da ist natürlich hier ein Zehntel von dem gesamten Supply überhaupt, was es an Omi-Token gibt, doch schon ziemlich viel, wenn wir das Ganze jetzt ja in etwa 2 Jahren geburnt haben. Das ist schon nicht zu unterschätzen. Und wenn man sich den Preis auch momentan mal anschaut, wir sind momentan bei 0,0012 $. Ja, das ist nicht relativ viel. Und auch wenn man sich den Chart mal anschaut, ja, dann sieht es hier eigentlich echt, ja, nicht so bunt aus. Beziehungsweise für jeden, der auf jeden Fall auf steigende Kurse setzt, ja, für den sieht es nicht wirklich bunt aus. Wir sind jetzt hier gerade bei einer Support-ordentlich-Reaktion. Und jetzt wird es auf jeden Fall spannend, ob wir hier auf jeden Fall diese Support halten werden oder auch nicht. Denn das ist eine sehr wichtige Support, bevor wir hier auf weitere Preise noch nach unten fallen werden. Ihr seht das auch schon. Ich habe hier auch meine Buy-Ordern mit eingetragen. Das heißt, ihr seht jetzt an dieser Stelle, wo ich persönlich mich positioniert habe, nämlich einmal 0,00105, dann einmal bei 0,001 und dann einmal nochmal bei 0,009. Das sind meine Ordern bis jetzt auf jeden Fall. Vielleicht setze ich auch noch ein bisschen was dazu oder setze auf die Order noch ein bisschen was drauf. Aber das sind auf jeden Fall so momentan meine Ordern und ich gehe stark davon aus, dass wir auch nochmal in den kommenden Wochen einen ordentlichen Rutsch nach unten sehen werden. Und auch der Gemkauf bei Vivi geht auf jeden Fall weiter vonstatten. Wenn man sich das Ganze einfach mal anschaut, wie viele Gems immer noch täglich mit dazukommen, dann ist das schon eine ganze Menge. Wir reden hier tagtäglich von über 100.000 US-Dollar, die in die App kommen. Und da muss man sich dann schon fragen, wo geht das ganze Geld hin? Natürlich gibt es auch Leute, die auscashen, aber nichtsdestotrotz gibt es auch eine Menge Leute, die eincashen. Und wenn man sich das mal anschaut hier in den letzten Tagen, wie viel immer dazugekommen ist. Wir reden hier immer von etwa 100 bis 200.000 US-Dollar. Das ist schon eine ganze Menge, die man ja an der Stelle wirklich nicht missachten sollte. Wenn dir das Video übrigens bis zu dieser Stelle gefallen hat, dann gib dem ganzen Video sehr gerne ein Like. Und ansonsten würde ich sagen, geht es jetzt aber weiter mit dem ganzen Video. Das nächste Comic steht außerdem vor der Tür und das ist Star Wars Tales #1. Der ganze Drop wird am 12. Oktober, also am Mittwoch um 17 Uhr deutscher Zeit droppen. Mit insgesamt 5 Cover-Varianten im Blindbox-Format natürlich. Und es ist relativ spannend, muss ich tatsächlich sagen. Ich habe echt nicht erwartet, dass wir solche Comics hier tatsächlich auf Vivi so zeitnah auch sehen, aber anscheinend bekommen wir jetzt diese Comics und das sind einmal die Cover, die wir sehen werden. Hier vorne einmal die Kamen, dann gehe ich hier aus, die Uncommon, die Rare, die Ultra Rare und hier vielleicht drüben auch die Secret Rare, je nachdem wie sie es jetzt positioniert haben. Könnte auch sein, dass das hier drüben die Secret Rare ist und auf der linken Seite die Ultra Rare. Wir werden es sehen, aber jedenfalls zu den Covern. Ich persönlich finde das Comic jetzt nicht so allzu ansprechend. Das einzige Cover, was mir tatsächlich sehr zusagt, ist hier hinten einmal das mit Darth Vader noch drauf und C3PO wie auch R2D2. Das könnte ein Cover sein, was als Rare auch relativ gut performen könnte. Nichtsdestotrotz ist das aber auf jeden Fall auch kein teures Comic, denn auf Go Collect ist das Ganze auch ja relativ billig zu haben, wenn man sich das mal anschaut, beziehungsweise hier ist überhaupt gar kein Verkauf in der letzten Zeit zu verzeichnen, beziehungsweise wir können es an dieser Stelle nicht sehen. Aber wenn man sich das Ganze mal auf eBay anschaut, ja,
dann sprechen wir von Preisen hier von unter 10 Dollar, also wirklich, wirklich wenig. Aber das hat nichts zu heißen, dass es in der Zukunft nicht in irgendeiner Weise interessant werden könnte. Ich werde mich an der Stelle ein bisschen positionieren, einfach aber auch nur, weil ich persönlich Star Wars Fan bin, dementsprechend natürlich auch hier die ersten Star Wars Comics definitiv mitnehmen werde. Aber was ihr natürlich da draußen macht, beziehungsweise was du da draußen machst mit dem Job, das ist natürlich dir überlassen. Ja, und Vivi hat uns irgendwie anscheinend ein bisschen getrollt, weil es gab nämlich in der App ganz kurz zu sehen hier ein Miles Morales Poster und das von Brian Steel Freeze. Und ja, wie ihr seht, das Ganze ist ein Screenshot von mir aus der App. Ich hätte das Ganze selber persönlich auch am Anfang für fake gehalten, als ich das in einem Twitter-Feed gesehen hatte. Aber ich habe dann selber nachgeschaut und es ist tatsächlich wahr. Es war kurzzeitig drin. Dann hätten wir die Maintenance-Pause, also wo die dran gearbeitet haben, deine App, und danach war es weg. Was es damit auf sich hat, wissen wir nicht, aber ich gehe stark davon aus, dass wir das Ganze sehr wahrscheinlich in der nächsten Woche sehen werden. Ob das jetzt das Miles Morales Collectible ist, das sie angekündigt haben, wissen wir an dieser Stelle nicht. Sie haben ja gesagt, es ist ein Collectible und keine Poster bzw. keine Silent Auction. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass wir wahrscheinlich das Poster nächste Woche sehen werden mit einem Collectible. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt, was wir da sehen werden. Wenn du auf jeden Fall auf dem Laufenden bleiben möchtest, dann abonniere auf jeden Fall meinen Kanal. Dann weißt du auf jeden Fall als erstes auch Bescheid, wenn es dazu weitere Drop-Informationen geben sollte. Und ansonsten war es das an dieser Stelle auch mit diesem ganzen Video. Wenn dir das ganze Video gefallen hat, dann gib dem ganzen Video sehr gerne ein Like. Und ansonsten bedanke ich mich bei dir da draußen fürs Zusehen und wünsche dir da draußen noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Mach es gut und ciao, ciao.